Jeden Tag schlucken wir über 2.000 Mal oder noch mehr, meistens problemlos. Aber manchmal macht Schlucken Problem. Und über das möchte ich jetzt gerne mit meinen beiden Gästen reden, nämlich Christoph Michel und der Professor Alex Straumann. Was, wenn müssen wir denken, Schluckprobleme sind ein Problem? Denn wenn man merkt, dass man muss schlucken, weil normalerweise merkt man das nicht. Und das gibt zwei Wege, das eine ist, es tut weh wenn es abgeht. Das ist die sogenannte Odynophagie. Und das andere ist es harzet. Es ist nicht eigentlich ein Schmerz, aber man merkt, mhm. es geht nicht gut aber Es gibt kurze Verzögerungen. Wir nennen das Stockender Kolonnenverkehr, Wartezeit drei Sekunden und jetzt ist vier Stunden. Das wäre die Dysphagie. Mhm. Wenn man also beim Essen von Solidern kostet entweder Schmerzen hat oder die Dysphagie. Das ist ein Alarmzeichen. Aber man muss, es muss mehrmals passieren. Es ist nicht, nicht einfach eine einmalige Schwierigkeit beim Schlucken. Es muss immer wieder einmal passieren. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja. ja. Herr Michel, Sie haben so eine Erfahrung gemacht. Was ist bei Ihnen passiert? Ich habe im äh, 17. Im 14. Ist das gesehen. 14. Äh, einen verschluss gehabt vor den wirklich ein Stück Fleisch blieben hängen und rückblickend gesehen habe ich natürlich davor die Schluckbeschwerden gehabt mhm. aber ich habe die mit meinen Strategien hat man die eben probiert äh, ja zum Schiffen zum Fahren und nein ist es wirklich zu dem Chlap gekommen wo, wo die Speiseröhre wirklich zu ist ja nicht mehr können abschlucken macht das Angst ja in der Situation nicht Angst gehabt es ist nicht nach dem Kehlkopf, also dass ich, ich habe normal Luft bekommen. ich bin nicht irgendwie in Panik, gekommen, aber ich war viel zu spät, das in Notfall für das rauszuholen. Ja. Wirklich, heute würde ich schon viel früher, also wenn es passiert, das machen, aber auch schon viel früher diese Schluckbeschwerden ernst nehmen. Ja. Jetzt stecken bleiben, das ist so etwas, was man immer wieder einmal hört. Wie nehmen Sie das so ein Stück Fleisch wieder raus? Da tut man das kopieren ja. und man probiert es zuerst nach oben zu stoßen. Das klingt manchmal schon. Wenn das nicht geht, dann muss man es halt fragmentieren und mit Zangen, Klemmen nach Und der Patient ist aber dann Er Aber so eine Verschluss wird das nur ergänzen zum Herr Michael seine Beschreibung. Er ist ein absolut cooler Typ. Für die meisten Leute macht es Angst. Ja. Und auch wenn keine wenn man nicht mehr in den kann niemals mehr Speichel schlucken, also doch kann man nicht mehr schlafen, da ist man wach im Bett und gibt der Spitz immer raus. Also das ist dramatisch und das ist auch gar nicht ungefährlich. Mhm. Also die Episoden, die sind ernst. Zu nehmen. Die muss man ernst nehmen. Ja. Man muss es abklären. Jetzt es die sogenannte eosinophilie Ösophagitis. Was ist das für eine Krankheit? Also hinter dem Symptom von der Dysphagie können mehrere Krankheiten sein. Das Schlimmste ist Speiseröhrenkrebs. Der Speiseröhrenkrebs macht genau die Beschwerden. Auch. Bei der eosinophilen Ösophagitis ist es eine Entzündung, wie der Name sagt. Die Und die eosinophilen Zellen sind eine Untergruppe von weißen Blutkörpern, die man immer bei allergieartigen Entzündungen sieht. Mhm. Also das Asthma der Lunge würde man heute wahrscheinlich eosinophile Bronchitis nennen. Ja. Weil die, Zellen, die Entzündungszellen genau. so viel vorkommen. Genau. Ja. Und was ist jetzt die Ursache von dieser Entzündung bei der Speiseröhre? Wir wissen von Diätstudien, wenn keine Lebensmittelproteine mehr durch die Speisröhren, sprich, wenn man sich mit Aminosäurelösungen ernährt, dann werden fast alle Patienten beschwerdefrei. Mhm. Und wenn sie wieder von essen, dann geht es los. Das heisst, die Lebensmittelproteine sind die Auslöser. Mhm. Und hier am häufigsten die Milch, die Milchprotein. Also nicht zu verwechseln mit dem Milchzucker, mit der Laktose, die äh, sehr bekannt ist, sondern hier geht es um die Ja, und Sie haben ja auch eine Allergie auf Hülsenfrüchte. Ja. Seit wann haben Sie das? Oder das seit Ihrer Kindheit. Ja, ja wirklich. Löhnen Sie die auch konsequent ja. aus? Ja, also Erbsen vor allem, Linsen und äh, spanische Nüsse. Das sind schon so die drei die ich wirklich meide. Sagen Sie spanische Nüssli Echtnüssli? Ja, genau. ja, genau. Und Wenn er jetzt die Lebensmittel aber gemieden hat, hat er trotzdem die Krankheit. Warum? Die klassischen Lebensmittelallergien, wie es Herr Michel beschrieben hat, das sind allergische Sofortreaktionen. IgE vermittelt. Mhm. Und hier, wenn ich Gröwitten ist, dann habe ich nachher Beschwerden. Dann wissen wir, es sind Bei der Eosinophilen Oesophagitis, das ist eine mhm. da ist nicht. Hier machen die Lebensmittel Beschwerden, die nicht mehr gut runtergehen, aber das sind nicht die Täter. Ja, ja. Und da haben wir auch das Problem, dass wir nicht so einfach herausfinden können, was ist jetzt beim Herrn Michel ist. die Milch? Ist der Weizen? das ist kompliziert, das herauszufinden, Wir haben keine Tests. Und man muss das therapieren. Ja. Wie? Also therapieren tut man, wenn man den Täter nicht kennt, mit Medikamenten, wo den Entzündung unterdrücken, die chronische überschießende Reaktion vom Immunsystem Und das am besten mit rein lokal wirksamen Kortisonpräparaten. Genau gleich wie bei Aschma. Yeah. Dort haben wir auch die Situation, dass wir die Entzündung des Atemwegs überfahren müssen, weil sonst Atemweg Schaden nehmen Und Das aber ist genau das Gleiche bei der EOE. Vor Kortison haben ganz viele Leute Angst. Ja. Und, äh, aber hier braucht es wirklich. Aber braucht es das ständig? Kortison ist nicht gleich Kortison, weil man schon länger. Krankheiten, wo man über lange Zeit Cortison einsetzen muss, ist ganz klar, Cortison, das in den Körper kommt, z.B. Prednison, äh, das kann man nicht geben, lange Zeit geben, weil das hat, äh, gefährliche Nebenwirkungen mhm. Und darum sind Formen entwickelt worden, die rein lokal wirken. Yeah. Also jetzt für die EOE haben wir Präparat, das man schlucken muss. Und das wirkt, das Cortison, in der Speiseröhrerschlimmhaut und wird dort auch abgebaut, wird metabolisiert. Es erscheint dem gar nicht in dem Kreislauf und hat die gefürchteten Cortisonnebenwirkungen nicht. Man darf es länger einsetzen und es verliert auch die Wirkung nicht. Mhm. Haben Sie das? Kriegen Sie so Medikamente? Ja, ja, Vertragen nicht. Sie die gut? Sehr gut, ja. Ja. Ich nehme eine Tablette pro Tag. Mhm. Ja und äh, wenn ich jetzt, äh, vielleicht das heißt vergiss oder so oder ferie oder so hat das nicht gleich, äh, Auswirkungen aber äh, wenn es länger absetzen würde, das habe ich auch erlebt äh, kommt die EOE wieder kommt sie ja. wieder. und das spüren ja. sie sofort sofort ja. Ja, ja. sie sind ein Pionier auf der Gang sie quasi, äh, haben sie quasi entdeckt Sie glaube noch eine zweite äh, Marke äh, zweite Mediziner, äh, ein Amerikaner wenn ich es recht hab Ja also der Steven Edwards, der <laughs> hat damals in den USA gelebt, einer berühmten Oesophagus-Klinik. Und als ich bereits meine Arbeit am Schreiben gesehen habe, gesehen, dass in einer US-Zeitschrift, der eine relativ niederrangierte, ist eine Fallserie von Stephen Edward beschrieben wurde, identisch mit mhm. meiner. Ja. Das hat in mir zwei Sachen ausgelöst. Erstens war ich ein bisschen traurig, dass ich nicht die Nummer eins, sondern die Nummer, die Nummer zwei bin. Aber ja. es hat mich natürlich auch bestärkt. Denn ja. wenn er so etwas sagt, etwas Neues, wenn ihr ein selbstkritisch seid, düterungen auch ein etwas zweifeln. Ja, ja. Sind Sie jetzt befreundet? Ja. 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 ja wir kennen uns <laughs> <Spacials>. bestens. <Schön. lacht> ja. Sind Sie beschwerdenfrei? Können Sie absolut alles essen? Ja, ja Sehr hohe Lebensqualität. wenn ich mir daran halte, das Tablett zu nehmen, oder kann ich alles, was ich nicht drauf allergisch bin, essen, genießen. Ja. ja. Es gibt auch oft ältere Menschen, die ein äh, Problem haben mit dem Schlucken. Was steckt dort dahinter? Da braucht man eine genaue Anamnese. Ich muss gut zuhören und Patienten gut ausfragen. Etwas ganz häufiges im Alter ist die Einschluckstörung. Die Leute verschlucken sich. Ja. Es geht etwas in die Luft rühren anstatt in die Speiseröhre. Am schlimmsten Salat mit seiner Sauce, mit der sauren Sauce. Wenn ihr in einem Altersheim beobachtet, wenn Salat zum Mittag gibt, die halben Insassen husten. Ja. Das ist etwas sehr Häufiges. Das ist eine Dysfunktion vom Schluckvorgang hier oben. Mhm. Bei der EOE ist das Hindernis weiter rund. Das gott geht gut, aber lässt den Transport nach oben. Mhm. Dort ist das Problem. Und wenn man verkältet ist, dann hat man zum Teil auch plötzlich äh, so Schluckreiz oder es kommt dann natürlich Hustenreiz, aber der ist oft hier oben. Ja. Was ist dort denn los? Das ist die Entzündung des Rachen- und vom Kehlkopf. Ja. In einer Erkältung sind die oberen Luftweg und damit auch der Rachen entzündet, der werden heißer und wenn ihr schluckt, tut es am Moment weh, ja. aber hier oben. Hier oben, das bleibt ja. gut auch wieder vorbei. Ja. Wenn man sich verschluckt und etwas ins in die Luftröhre kommt, wie gefährlich ist das? Wenn es fragt sich, was abgeht und ob der Baby bewusst Bewusstsein wenn Wenn jetzt ein Salatsoße kommt, dann hustet der einfach wie verrückt, wird das befördert und dann ist das Problem gelöst. Mhm. Wenn der bewusstlos ist äh, und es geht in die Luftröhre hinein, kann es schwere Pneumonie geben, sogenannte Aspirationspneumonie. Ja. Haben die Leute um sie herum gemerkt, dass sie Probleme haben mit dem Schluck Oder haben sie das irgendwie managen können? Ich äh, ja, Strategie hatte Strategien, Strategie, dass man das nicht so gut merkt. Aber es hat schon, sage ich jetzt im Umfeld, hat das schon gesehen, dass ich halt immer der Letzte war beim Essen, sehr langsam und sehr gut gehört, viel trunken zum Essen. Ja, ja. genau. Von Beruf sind Sie Katastrophenmanager in der Stadt <laughs> Bern. Was macht D der Katastrophenmanager? Wir befassen uns mit äh, den Massnahmen im Bereich der Vorsorge, aber auch bei der äh, Handlung von, von Katastrophen und nachher auch wieder beim Wiederaufbau. Klassisch sind das natürlich äh, Sachen wie Überschwemmungen ja. und jetzt äh, in unserer Zeit natürlich die ganze Strom- oder Energiemangellage, ja. wo wir uns äh, überlegen wie können wir das in unserem Bereich äh, managen können. Ja. Spannend, vielleicht zum Schluss noch, Herr Straumann, was äh, wäre das Fazit? Wenn jemand beim Schlücken von soliden kostet, vor allem fasseriges Fleisch, aber auch trockener Reis, Brot von vorgestern, Merkt, wie das Harz beim Abgehen denn dann das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dann braucht es eine Magenspiegelung. Mhm. Im besten Fall ist es eine EOE, die kann man gut behandeln Im schlimmsten Fall ist es ein Karzinom, Speiseröhrenkrebs. Und dort zählt wirklich die Zeit. Jede Minute. Ja. Danke vielmals, Herr Straumann und Herr Michel, für das spannende Gespräch.